Hallo, da bin ich mal wieder. Ja, ich habe schon wieder ein Chicklit gelesen. Wahrscheinlich geht es einigen von euch auf die Nerven und denkt, wann liest sie denn endlich mal wieder einen Thriller oder einen Horror oder irgendwas Spannendes? Immer kommt sie mit diesen Mädchenbüchern an. Aber ich kann euch beruhigen, das nächste Buch, was ich rezensieren werde, ist immerhin ein Jugendbuch, auch wenn es nichts Neues ist. Aber es geht schon mal ein bisschen in die andere Richtung. Ich möchte euch heute dieses Buch vorstellen, aber bitte für immer von Mac Cabot. Dies ist der mittlerweile dritte Teil der E-Mail-Reihe und die anderen beiden Teile seht ihr hier. Das ist einmal um die Ecke geküsst und einmal der will doch nur spielen. Ich habe euch die beiden Bücher bereits vorgestellt. Ganz am Anfang, glaube ich, als ich angefangen habe mit Videorezensionen, kamen die beiden. Beziehungsweise werde ich euch die nochmal einfach in die Infobox verlinken, wenn ich dran denke. Dann braucht ihr nicht suchen. Worum geht es in diesem Buch? Es geht um eine junge Frau namens Jane Harris, die zusammen mit ihrer besten Freundin Holly und deren Verlobten Mark nach Italien reisen möchte, weil die beiden dort heimlich heiraten wollen. Das Problem ist, dass, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts verwechsle. Ich glaube, sie ist Katholikin und er ist Jude und deshalb sind die Eltern dagegen, dass sie, heiraten, weil die Eltern wünschen sich natürlich jemanden, der die gleiche Religion hat wie ihre Kinder. Und die beiden lieben sich aber sehr und möchten halt heimlich in Italien heiraten. Jane wartet nun am Flughafen auf ihre beiden Freunde und auf den Trauzeugen des Bräutigams, Marks bester Freund Cal. Und dieser Kerl, der steht schon da, das weiß sie aber nicht. Sie hat sich sofort ein Urteil über ihn gebildet und findet ihn arrogant und schnöselig und er hält sie für eine Verrückte und es kommt, wie es kommen muss. Die beiden sitzen natürlich im Flugzeug von New York nach Italien zusammen, nebeneinander und müssen nun den ganzen Flug lang miteinander aushalten, kämpfen um die Armlehne und man merkt gleich, die beiden mögen sich einfach nicht wirklich. Und er hält sie für eine alberne Person und sie hält ihn halt für so einen absoluten Snob. Ja, die kommen halt in Italien an und sind dort zuerst, ich glaube, in Rom. Und müssen dann eine lange Autofahrt nach Le Marche, so heißt der Ort, in dem das Haus steht, in dem sie wohnen werden, und der Nachbarort des Ortes, wo die beiden Holly und Mark heiraten wollen. Das Buch ist, das Gerumpel war gerade Josie, die aufs Bett gesprungen ist und hängen geblieben ist. Das muss ich noch ein bisschen üben. Das Buch ist wieder im E-Mail-Format verfasst. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich habe bei den letzten Mal gesehen, dass es ganz schön blendet, aber es geht nicht anders. Ich muss eine Lampe nehmen, weil ansonsten bin ich einfach zu dunkel und deshalb, ich hoffe, man sieht das einigermaßen. Man hat halt hier immer zum Beispiel von Holly Caputo dann die E-Mail-Adresse an Jane Harris, E-Mail-Adresse, Betreff und dann die kurze Mail. Die vier haben alle ein BlackBerry und mailen sich über ihre BlackBerries. Und ein großer Anteil besteht auch aus dem Reisetagebuch von Jane, was sie eigentlich für Holly und Mark schreiben wollte als Hochzeitsgeschenk. Aber komischerweise tauchen immer wieder so viele private Gedanken, besonders über Cal, auf, dass sie unmöglich das Tagebuch als Hochzeitsgeschenk nehmen kann. Ja, das geht aber nicht nur darum, dass die vier miteinander zu tun haben und untereinander mailen, sondern auch die Eltern, die sich einmischen, die Geschwister, die sich einmischen. Es wird auch aus Kels Sicht berichtet, der führt auch sowas ja, wie ein Tagebuch eigentlich. Und es macht wieder absolut Spaß zu lesen. Es liest sich locker flockig weg. Ich habe einen Tag gebraucht. Den einen Abend hatte ich angefangen, vorgestern Abend. Da habe ich aber nur 100 Seiten gelesen und gestern dann den ganzen Rest. Ich kann euch mal sagen, wie viele Seiten das Buch hat. 415. Und ja, das geht eigentlich wirklich relativ schnell. Ich mag diese E-Mail-Reihe total gerne. Ich finde die wirklich witzig und romantisch. Und ihr könnt dieses Buch auch unabhängig von den anderen beiden lesen. Es ist zwar der dritte und es wird auch ganz kurz mal ein, zwei Mal was erwähnt. Es tauchen Figuren auf, die auch in den anderen Büchern auftauchen. Aber das tut der Story keinen Abbruch. Wenn ihr euch wirklich nur für die interessiert, weil es vielleicht in Italien spielt und ihr euch dafür interessiert, was wirklich teilweise sehr schön beschrieben ist, dann könnt ihr das auch unabhängig von den anderen beiden Büchern lesen, wobei ich euch alle drei empfehlen kann. Die sind wirklich alle witzig und ja, das hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Jane ist eine interessante Protagonistin, die ist eigentlich sehr,
ja, eigentlich wirklich sympathisch, ein bisschen chaotisch. Sie zeichnet einen Comic. Sie hat eine Comic-Katze erfunden, die heißt Wonder Cat und ist damit halt sehr bekannt. Und in Italien, ja, begegnet sie auch sozusagen dem Gründer ihres Fanclubs im Internet, der dann halt auch immer updatet im Internet auf seiner Homepage, was Jane Harris so treibt in ihrem Urlaub, um halt die Fans da zu unterhalten und so. Also da spielen wieder viele verrückte Kleinigkeiten rein, die die Story beleben und die einfach Spaß machen. Es ist wirklich seichte Unterhaltung, einfach locker flockig, macht wirklich Spaß. Kurzweilige Lektüre. Ich liebe diese Bücher. Ich mag McCabe sowieso gerne. Es ist im Moment genau das, was ich brauche, um einfach abzuschalten. Ich brauche mich nicht viel konzentrieren. Man liest die Bücher einfach weg und hat seine Freude daran. Das ist einfach der Grund, warum ich im Moment so viel Chick-Lit lese, weil für alles andere braucht man halt doch Konzentration und da ist es im Moment bei mir nicht so weit mit. Ja, ich kann euch das Buch wirklich empfehlen. Es ist eine schöne Geschichte über die Freundschaft. Natürlich auch über die Entwicklung einer ja, Liebesgeschichte, die sich zwischen Jane und Cal entwickelt. Was man wirklich eigentlich nicht denkt, weil eigentlich können sie sich wirklich nicht ausstehen, aber im Endeffekt stellt sich natürlich heraus, dass da Gefühle sind und wie die beiden damit umgehen, was für Überraschungen es gibt, wie sie alle dafür kämpfen, dass die beiden doch noch heiraten können, denn es passieren einige ja, unvorhergesehene Dinge. Und auch eine Katze spielt eine Rolle, nicht nur das Wonder Cat, die Erfindung der Comic-Katze von Jane damit spielt. Es gibt auch eine Katze zu Hause, die heißt der Dude und das ist ihre Katze. Und wie sie darüber redet, ist wirklich einfach herrlich. Also auch was für Tierfreunde wieder dabei. Ja, ich möchte allen Chick-Lit-Fans dieses Buch ans Herz legen. Wer McCabe mag, ist damit gut beraten und wer die restlichen E-Mail-Bücher auch mochte, wird auch dieses hier mögen. Da bin ich mir ganz sicher. Gut, das war's dann von mir. Bis bald. Tschüss.